Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Hier, wir sind Stufe 58 und haben ja auch hier im Zirkel eigentlich gut Gunst. Wir brauchen noch 708 Ruf für Level 3. Geht relativ schnell noch, aber es gibt auch scheinbar 10 Verbesserungen. Die lohnen sich auf jeden Fall. Ich habe gelesen im Guide, ja, wir sollten rechts herumgehen bei den Monolithen. Wir gehen einfach da bis zu Ending of Storm. Machen den Lagoon-Boss nicht. Und ja, den können wir erst später besiegen, denke ich mal. Okay. Und gehen dann links herum. Einfach, dass ich die Unix bekomme. Und ja, mich auch ein bisschen stärker fühle. Weil ja, eben. Hat jetzt nicht so einfach immer mit neuen Charakter oder mit neuem Loot. Neue Circle, da die Items zu bekommen, oder wir müssen eigentlich zentral irgendwo farmen, wo wir die Items auch bekommen, sonst finden wir die Items nicht. Das ist schon ein bisschen abhängig, also da dieser Geschoss-Ding, Skill, die Gleffen, Shuriken, die machen einfach noch nicht genügend Schaden ohne diese Unix. Und deshalb setze ich eigentlich meistens jetzt auch wirklich nur auf Cooldown ungefähr ja, den Sprung ein, dann das ist Flug, Luftangriff, genau. Jo, also schauen wir mal, wie das geht hier so in der Arena. Die Arenen sind immer ein bisschen schwerer, also diese kleinen Echo-Arenen, als sonst die Levels. Und ja, es kann schon sein, dass es vielleicht ein bisschen knapp wird mit dem Leben oder so. Jetzt dann bald fertig sind. Ich tue auf jeden Fall die Schreine schon mal nehmen. Und jetzt gerade nicht so Schnelligkeit haben wir. Gehen wir was anderes. Ah ja, den kleinen Käfer. Okay. Genau. Ja, und ich denke, wir kommen schon genug schnell vorwärts. Also wirklich der Bild, der tut mich positiv überzeugen. Ja, so wie er stark ist, oder? Er ist erst OP. Ist nicht ganz so mega broken oder so. Aber in diesem Spiel ist sowieso zwischen ja, normal und broken einen großen Spalt. Und dann bin ich froh, dass ich wenigstens ein bisschen Schaden mache und ja, gut aushalten kann. Noch nebenbei. Ja. Also ich bin zufrieden, es macht Spaß. So, Kältewiderstand, sehr wichtig eigentlich, aber, ja. Aber wir können nicht auf andere Sachen verzichten. Die allgemeine Resistenz ist einfach um 30 ungefähr zu wenig. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich weiß nicht wie, mit den Dingen geht es ja nicht so gut, mit den Glyphen. So, schön. Direkt mal so ein kleines Teil, aber die Würmer sind da. Ich hoffe nicht die großen. Wieso nehmen wir doch die Schlüssel noch? Elementarwiderstand, sehr wichtig. Gut. So Gesundheit gehe ich jetzt mal noch nicht drauf. Ich will lieber die großen, also die guten, ein großen. Genau, die Giftschlangen sind doch hier. Und mit noch. Oh. Ich durfte auf ja nicht vergiftet werden. Die sind genau hier. Das ist ein Amulett mit Giftresistenzen, so nein. Nehme ich auch nicht. So, hier vorne. Hallo. Ich hab auch cool dabei. Ja, also der Beat macht mir sehr viel Spaß. Bin jetzt gerade an einem Unreal, also Umbruch. Beastmaster dran und der killt so langsam und immer nur einzelne Gegner. Hat zwar jetzt schon Aftershock, das heißt Nachbeben, glaube ich auf Deutsch, wo er ein bisschen noch andere Gegner trifft, aber glaube ich nicht immer der gleiche Gegner und das ist dann so ein bisschen lahm. Aber jo, ich möchte ihn gerne ein bisschen leveln. Ich brauche dafür 4 große 2x2 Glyphen mit auch Aftershock-Chance. Nachbeben-Chance
Und dann halt noch Erdbeben, das habe ich bald. Und dann wird das sicher auch mehr, viel mehr Spaß machen. Also er macht den Schaden mit diesen Nachbeben. Ja, der auch bei Erdbeben skillt so. Ja. Genau, schön. Wenn manchmal die die Schattenklingen gut geworfen werden, macht das mega viel Schaden. Das freut mich sehr. Endlich mal ein Skill mit, also ein Bild mit Schaden. Ja gut, der eine da mit dem Toten hat ja auch sehr viel Schaden gemacht. Aber die Gegner hatten halt viel Resistenzen dann. Nicht mehr so effizient. So, also Rüstungsbruch hätten wir gebraucht dort. Es gibt einen neuen Schamanenbeet, glaube ich. Mit Totems, aber auf Eis und Schaden über Zeit, glaube ich. Also Frostbite ist es dann. Den möchte ich auch noch gerne ausprobieren. Vielleicht benutze ich den so in diesen Umbruchbeet einfach mal zuerst, um die Umbruch Glyphen, also die ja, Nachbebenglyphen zu farmen. Denke ich, mache ich mal so. Aber ich habe echt wenig Zeit momentan. So, hier haben wir gesagt 8 und 2, glaube ich. Schau mal kurz. Dass wir das nicht falsch machen dann. Ja, 8 und 2. Yes. Und hier müssen wir schauen wegen Resistenz-Items. Giftresistenz auf einem Schild. Jo. Also das Schild gibt zum nächsten Dark Sun, also die dunkle Sonne. Können wir dort ein bisschen vielleicht versuchen zu farmen. Und ja, wenig. Ich möchte eigentlich noch mehr Bücher haben von Level. Ja, auf jeden Fall jetzt noch Bücher farmen. So, Bücher-Echos. Ich denke, wir kommen schnell vorwärts, aber wir müssen ein bisschen glücklich sein. Diese Krabben machen ein bisschen Angst. So. Diese random Blitzgeschosse Krabben, echt mühsam. So. Da haben wir irgendwie noch Resistenzen, glaube ich, Gift. Widerstand gegen Giftresistenz. Das ist ein guter Gürtel und Kälteresistenz. Ein guter Gürtel, aber wir brauchen unseren Gürtel. Also ja, wenn wir knapp sind, ja, dann können wir ihn benutzen. Gift brauchen wir. Wir brauchen Nekrotikresistenzen beim nächsten Boss. Und Feuerresistenzen. Also vor allem die Feuerangriffe, die sind ja zwar ausweichbar, aber sehr stark. Der Brandschaden vor allem dann. Hier könnte noch irgendwas sein, eine Krabbe. Oh, und dann Helm. Ah, haben wir noch nicht, glaube ich. Nekrodurchdringung. Nehmen wir auch mal mit. Haben wir auch viel Gold. Oh, cool. Ja, ja, ja. Müssen wir da oben durch, links oben? Noch nichts, also ich werde kein Ballista-Beet machen. Ich bin zwar Ballistas-Fan in anderen Spielen, aber in Last Epoch gefallen mir die Ballistas nicht. Waren ja auch irgendwie ein bisschen broken. Die Entwickler mussten das noch ein bisschen nerven. So. Ja, auch nicht so gut. Ja. Abklingzeit wäre cool, aber. Nee. Man muss eher auf die oberen Werte, auf die Base-Werte schauen, oder?
Bei so Items. Das wäre schon gut, wenn ein Ring mit Abklingzeiten auch so Sachenwerte hätte, aber wenn man es nicht unbedingt braucht, lieber nicht mitnehmen. So, wunderbar, das ging ja auch ziemlich schnell. Lehrenschaden, physischer Widerstand, Kältewiderstand. Also dreifach Resistenzringe. Ich nehme sie mal noch mit, aber es ist wirklich wenig. So. Und ja, ein bisschen Erfahrung geben, da kommen wir. Schauen wir über Blitzwiderstand. Ja, mit Gott. Also dann hier. Und dann gehen wir zum Helm hoch am besten. Ja. Oh, wieder eine Arena. Ui. Flammenhaarhunde. Hellhaarhund. Bluten. Ja, könnte schon ein bisschen schwieriger sein. Ja. So. Ein schwierigerer Gegner hinterher. Wir sind recht gut defensiv. Ist das vor allem Streifhieb? Nein, das ist einfach das Ausleben. Schon da. Wie schnell wir jetzt einfach stärker wurden in diesen drei Parts da. Ja. Schön, schön, schön. Ich bin schon fast ein bisschen gemeingefährlich im Kopf. Die Gegner, die haben so einen schweren Gegner jetzt. Weil wir so schnell wachsen, ne? Schnell stärker werden. Aber ja, das hat ja auch mal gemacht, haben sie einfach diese Skelett-Gegner, also Bogenschützen-Gegner meistens, stärker gemacht und dann waren sie so mega stark, dass man sie mega Furcht hatte. So erst kürzlich, im letzten Mai, vor einem Jahr ungefähr, wurden die so viel stärker gemacht. Der Entwickler hat manchmal keine Gnade beim Balancing, genauso wie eben das Balancing halt auch ziemlich kaputt ist in Last Epoch schon seit Jahren, also, jo. Sie machen es einfach, sie kümmern sich nicht gut genug drum. Wenn sie etwas merken, ja, oder gesagt wird, oh, das wäre zu stark, dann machen sie es meistens zu schwer, zu stark oder so. Ja, und es wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison Broken Beats geben. Und das ist halt einfach so in Season halt nicht so toll. Aber gut, ja. Das müssen die Entwickler wissen und nicht wir. Okay, wir haben schon alle besiegt. Können nicht mehr so. Ja, es bringt nichts mehr. Also Schattenkaskade brauchen wir nicht. Hier haben wir ein Gold vom Gegner. Ja, immer noch ziemlich dringendst. Und es ist wirklich wenig, was wir momentan noch bekommen. Kommen wir scheinbar später doch viel mehr über. Nutze ich mehr. So, also immer Resistenzen mitnehmen. Genau, dann machen wir noch. Ah, jetzt schauen wir mal kurz. Haben wir gute Werte? Ja, es ist das gleiche dann. Ja, weil wir jetzt nur einen Wert haben und das nur zu 18%. Machen wir doch mal die Ding schon. Quests. Der Boss könnte auch noch reichen. Easy. Too easy. Ja, es ist wirklich zu easy, das sagst du. Aber es macht so viel Spaß. Also Let's Play ich das Spiel schon seit 4 Jahren. Ne? So viel Spaß, Mann. Wenn ich so viel Freude habe über dieses Spiel. Weil es so gut ist und trotzdem immer weggeworfen. Ja, es ist halt wirklich eine echte Freundschaftsliebe, oder? Da muss alles Negative doch auch ein bisschen diskutiert werden. Ist aber einfach so, oder? Man hat halt immer wieder das Gefühl, das Spiel wird mit zu wenig Liebe entwickelt. Oder man will einfach zu schnell halt auch immer alles besser haben, oder? Es ist einfach dadurch, dass es so gut ist, das Spiel,
Hat auch so schwer über ja, immer gute Sachen zu reden oder so. Immer alles gut zu heißen. Ist einfach so. So, haben wir wieder Blitzschaden. Alles gleiche. Vielleicht ein bisschen besser. Hört mal auf, Gegner! Nicht immer so aggressiv sein. Blutschungschance bei ausgerüstetes Schwert. Ich nehme den mal nicht mit. Ja. Ey, wer hatte diese Gegner so? So weg. Ich will nur kurz vergleichen. Sturzbombe. Ist aber nicht der Angriff, das ist der Luftangriff. Jo. Erhöhte Schadenbefendung von Dolchen. Nehme ich mal mit, ist sicher sehr hilfreich. Okay, mehr Wurfschaden. Gut. Gute Items hier in diesem Level. Aber wir können nicht alles mitnehmen, das geht nicht. So. Oh, was Armbrust ist das? Komm mal abklingen, seid ihr. Ich habe hier ganz viele dicke Gegner. Vor allem die Leashs haben mich schon ein paar Mal besiegt. Die Liebe ein bisschen. Ja, hier ist ein Bug. Ja, gute Blockchance, aber schlechte Base-Blockchance. Nee. Ja, der Schaden vom von der Glaive ist langsam ein bisschen schwach. Ja, die haben auch gute Physikresistenz und das ist Blitz wahrscheinlich noch gut. Wurfschadenschutz. Ja, das war ein heidnisches Fleisch. Entzündung. Schaden mit für Totem. Das nehme ich immer mit. Und gibst dem Toten schon mal an dann. Aber der braucht gewisse Items noch. Ja, damit er mit Totems gut Schaden macht. Das ist immer sehr schwierig. Blitzschaden. Ja. Crit-Chancen-Sachen brauche ich eigentlich auch noch nicht so sehr. Ja, hier könnten wir ein bisschen Schaden jetzt bekommen bei diesem Generator. Die Skelette. Und vorne draußen. Recht schnell besiegen. Gut. Das war noch einfach. Aber hier müssen wir wirklich auf den Generator gehen. Es spawnen zu viele von den Skeletten. Was ich manchmal für schwache Beats noch hatte, früher. Und jetzt, ja, so langsam wirklich auch es genieße, davon ein bisschen stärker zu sein. Also vor allem die Minion-Beats, die halt immer die Skelette angegriffen haben und ich wurde dann, ja, belagert. Konnte da diesen Generator nicht besiegen. Man wächst, man wird besser, oder? Ganz klar. So. Also ich denke, den Boss kenne ich ja so langsam wirklich gut genug. Und kann den Angriffen gut ausweichen. Ich wage ihn einfach mal direkt zu machen. Ich möchte hier aber noch kurz den Ding machen, den Timeless Mage. Bist du hin? Einfach hier hin teleportiert, weil ich angegriffen habe. Ich sehe ihn fast nie. Er teleportiert sich immer irgendwo her. Ja, ausweichen, mein Scheiß. Bleach! Wie zieht man denn so gut? Okay, er ist tot.
Kausalfähigkeiten können wir nicht gebrauchen, also wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, vielleicht für einen mit Wrong War. Genau, so ein Beet. Ich denke, das ist relativ schlecht, 0,9 Sekunden. Könnte, glaube ich, höher rollen, oder? Steht gar nicht im Bereich 80 bis 90. Ja. Also wird wahrscheinlich sehr hilfreich auch noch droben. Und Wrong Warp habe ich ja noch nie gefunden. Also ich kann nicht sagen, was das Zepter so halt braucht noch. Was jetzt wirklich so ein Ding ist, so ein Item, so eine Schuhe. Keine Ahnung. So, mehr Erfahrung ist sehr gut. Schön, ganz viele Gegner. Ich werde keine Erfahrung geben. So, Dala. Dann tun wir mal skillen. Ich glaube, ich mache einmal rein und den zweiten Punkt dann am Schluss. Widerstand gegen leere Chaosgeschwindigkeit. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder Monolithen fahren kann. Mir macht das wirklich viel Spaß, auch wenn es nicht so viel Abwesen gibt. Aber so neue Wege finden. Ja, nehmen wir mal mit. So neue Wege finden und coole Echos und dann wieder so die großen Monolithen Hinderungen da. Wo sich die ganzen Echos verändern und so. Es macht sehr viel Spaß. Sie werden das sicher im nächsten Patch auch wieder verbessern. Also bis dann muss man auch genügend Spaß haben. Altar des Fleisches, was ist das? Was sind eigentlich die Gegner hier? Da oben ist ein Gegner. Ah. Okay, wurde das verändert, dass hier oben nicht mehr viele sind, nur noch der Kommandant? Tja, oder wir haben alle unten einfach besiegt. Aus irgendwelchem Grund. Ist auch ziemlich gut. Ich würde das Recht jetzt eigentlich ausrüsten. Das hat wirklich die Hälfte nur. Wir machen deutlich weniger Schaden. Wir rüsten es noch nicht aus, aber wir werden es im Auge behalten. Wir werden das auch hier jetzt am ersten reintun, dass wir das merken. Gut. Langsam haben wir zu viele Items. So, also versuchen wir mal den Boss. Ich denke, ja, wir müssen einfach auf Cooldown achten. Okay, das ist eine Blöde. Ja, okay, ich hätte einen anderen Angriff auch ansetzen können. Ich sehe hier leider kein Ding. Jetzt. Kein HP-Balken. Hier auch nicht, doch jetzt. So schnell. Abhauen. Flieh, ihr Narren! Und besiegt den Gegner! Den dummen Boss, der viel zu früh kommt und hier gegen die Säule läuft. Zuerst mal alle Sachen weg. Wechseln. Aha. Gut, sind wir so schnell. Ja, ziemlich schnell. Hm? Da kannst du eine Puppe haben. Jo, dauert ein bisschen, aber.
gut besiegbar. Nein, falscher Weg. Ich habe hier oben gezielt. So. Macht irgendwie Spaß. Aber wir haben noch ein bisschen zu wenig Schaden. Wieso explodiert das alles? Okay, mit einem Legendary Potion. Wäre eigentlich nicht schlecht, dann jetzt auszurüsten. Die Rüstung, aber... Ja, wir brauchen halt den Damage, aber ich nehme die Handschuhe trotzdem mit. So. Nicht aufgeben. Von der Zukunftshelm ist schon cool, aber irgendwas muss an der Vergangenheit gemacht werden. Haben wir jetzt irgendwie falsch gewählt? Jetzt gehen wir wahrscheinlich nach links, das ist falsch gewesen. Wir nehmen Unique noch, ja. Ja. Also müssen wir nochmal farmen, ne? Ich muss ja rechts rumkommen. Ich glaube, es hat links aufgemacht. Mist, ich wusste gar nicht, dass das jetzt die Auswahl war. Ich wollte doch rechts. Ah, es geht beides. Oh, gut. Es geht beides. Mann, das ist so schlimm gemacht. Wir müssen jetzt hier dunkle Sonne machen. Ja, wir haben nur noch die Auswahl, aber nicht mehr die Betätigung, oder? Gut, machen wir noch eins noch. Oder zwei vielleicht auch. Die begrabene Stadt. Aber so mit der Vergangenheit, man sollte lieber mit der Vergangenheit halt was ändern können. Kann man ja nicht, aber. Jo. Die Zukunft kann man ja noch planen. Also wenn man kann, lieber etwas besser in die Vergangenheit haben, dass die Zukunft auch dann besser wird, oder? Als die Zukunft zu verändern, oder? Deine Wünsche, oder? Ja, ist auch sicher cool, aber nicht genau das, was halt wirklich wichtig ist. So. Ist sehr stark. Ja, nein, nicht so groß. So. Wow, der Damage. Ja, diese Schattenklingen sind also mega stark. 31 Blitzschaden, okay. Nein. Das brauchen wir einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Items von den Timeless Mages ich mitgenommen habe. Bevor ja der Zyklus begann. Aber jetzt mache ich das nicht mehr so. Das hat einfach gezielt. Indem ich schaue, wo die halt droppen, diese Bones. Können wir sicher nachschauen, auch wenn wir nicht sicher sind. Zu lange brauchen. Aber jetzt momentan brauche ich solche Bones halt nicht. Blöde Gegner, den ich nicht so mag. In den großen, starken, also vielen Effekten und so, ist er mir nicht so wohl. Schergenschaden. So schlecht, aber coole Farbe. Eiskäfer und hier oben ist noch ein Schein. Gesühn. Oh, Schnelligkeitsschein. So, also wir können raus eigentlich. Schattenkaskade. Zu viele Gegner. Machen wir doch noch einen.
Schaden bei Verwendung natürlich. Zündung, nein. Ja, ich nehme ihn mal mit, aber ich glaube, ich habe 9 mit mehr Werten, wissen wir. So, dann haben wir noch, ja, Götzen. Sehr gut. Sehr schön. Gehen wir ja so unten durch. Den großen hin. So, was müssten wir hier machen? Wahrscheinlich Ambush. Ja, wird auch reicht sein. Nee, egal, bitte. Cooles Level. Ich erkenne jetzt gerade nicht so das Layout. Ah, das ist ja vor dem Tempel, genau. Und Itera, Akt 3. So, Schergen schon Feuerresistenz, Nekrobestand, sehr gut. Geh weg da, ey. Machst du viel Schaden. Ja, der Abgrundtempel kommt wieder mal. Na, cooler Boss im Tempel von Atara. Und hier sind noch die restlichen Vasallen. So, weg damit. Die Begleiter, die Diener, wie sind Diablo halt, zwei Riesen. So, also. Jo, da war ein schöner Ambush. Okay. Dann geht's im nächsten Part weiter. Dankeschön für's Schauen. Und ja, viel Spaß noch. Tschüss.